In Kürze starten in Lauchhammer Sanierungsarbeiten an einem Wohnblock in der Richard-Wagner-Straße. Vor der Entkernung öffnete die Generationswohnungsgenossenschaft, kurz GWG, noch einmal die Baustellentüren für Interessierte. Diese Gelegenheit nutzten sowohl potenziell neue als auch frühere Mieter. Zudem machte auch Bürgermeister Mirko Buhr einen Rundgang durch die Gebäude. Im Wagner-Eck entstehen demnächst insgesamt 38 moderne Wohnungen. Viele Grundrisse von damals würden noch heutigen Bedürfnissen entsprechen, so der GWG-Vorstandsvorsitzende Jörg Gärtner. Mit der geplanten Balkonanlage werde der Umbau später auch von außen sichtbar. Spätestens im Mai, so hofft Jörg Gärtner, soll der Bauzaun um das Areal gezogen sein.